Willkommen Leute zurück zu Let's Play Siege of Avalon. Letzten Part haben wir das Gebiet geräumt, also Dwarf 3 glaube ich hieß das, und wir haben vom Freeman ein Offiziersschwert bekommen. Und jetzt sind wir gut. Und wir haben übrigens noch so einen blauen Ring gefunden. Ich versuche das mal, ob ich mit Laren überzeugen kann, dass ich der Palendra schenken kann und damit die Quest erfülle, damit ich Ollon helfe. Also Laren, mein Freund. Jawohl. Nee, warte mal. Ich habe euch erwartet, dass ihr zurückkehrt. Nicht erwartet. Ich habe euch ein Geschenk für Pell mitgebracht. Tatsächlich. Ich danke euch. Was habt ihr mir mitgebracht? Vielleicht würde ihr dieser Saphirin gefallen. Also wir. Ja, natürlich. Sie liebt Blue. Das ist ihre Lieblingsfarbe. Das wird sie annehmen, das weiß ich. Wenn er in Liebe geschenkt wird, dann ja, ich bin mir sicher. Vielen Dank. Dann will ich mein ganzes Boot zusammennehmen und zu ihr gehen. Hier, nimm den Ring und geh. Ich habe Trainingspunkte erhalten. Laren hat sich endlich bereit erklärt, mit Pell persönlich. Ich muss Pell. Ja, okay. Dann gehen wir mal zu Pell und überbringen ihr die gute Nachricht. Aber der hat doch gesagt, der geht doch gleich zu der und das ist so doof, wenn wir jetzt da runtergehen und der. Na okay, ich habe nichts gesagt. Palendra. Wie hat er eure Worte aufgenommen? Sehr gut, my lady. Ich habe eben davon überzeugt, dass euch ein Geschenk in euren angeblichen Zorn beschwichtigen würde. Und habe im Dorf ein Geschenk für ihn gesucht. Er hat es mir angenommen und wird sich in Kürze aufmachen, um es euch anzubieten. Im Dorf? Das muss äußerst gefährlich gewesen sein. Das war es ein wenig. Ja, ein bisschen, muss ich zugeben. Es war nachts, also konnte ich mich halbwegs sicher rumschleifen. Mache ich sowieso nicht. Ich schleiche nicht. Ich kämpfe. Ich habe nie erwartet, dass ihr eure Liebe meine für eure Lara zuliebe aufs Spiel setzen würde. Nicht einmal hinterher. Ich stehe immer mehr in eurer Schuld hier. Geht ihr Zaubersprüche? Einen. Dann nehmt diesen Zauberspruch als Geschenk an. Er wird euch helfen, unverzehrt zu bleiben, sobald ihr. sobald ihr euch wieder in Zaubergefangen einschattet. Er wird es den Ahul erschweren, euch zu sehen. Er zieht die Schatten um euch. Dann je stärker ihr in der Magiekunst seid, umso schwerer wird es für eure Schatten. Ich danke euch, mein Lady. Wie gesagt, er müsste bei dir eintreffen. Ade. Was immer noch nicht. Boah, so viel. Ich wünsche nur. Ich hätte das alles nur aus eigener Kraft erreichen können. Solange mir diese ganze Situation geht, euch muss ich hier euch einfach erscheinen. Ich hoffe, dass ihr eines Tages besser versteht, wie es ist, in einer solchen Lage zu sein. Es gibt kein schlimmeres Schicksal, als verliebt zu sein. Und auch kein schöneres. Und deshalb stehe ich in eurer Schuld. Eine Schuld, die ich nie von euch gleich gehört. Aber sollte ich jemals etwas brauchen, stehe ich hier. Was ihr? Jemals brauchen, stehe ich mit. Ich bin bei der Hilfe zu eurer Liebster, mein Freund. Es war mir ein Vergnügen. Und eines Tages hoffe ich auch, dass ich mich verlieben werde und somit eure Freunde teilen kann. Eure Trauer nachempfinden, aber bis bald, lebt wohl. Gott. Hier, ihr könnt euch lesen, das wäre ein bisschen anstrengend. Ich habe jetzt einen Schatten. Schatten. Wie sieht denn das aus? Ja, ich glaube, ich habe zu wenig Mana dafür. Ja, aber ich brauche keine Verstohlenheit. Ich klopfe mich durch die Gegner und das war's. Ah! Oh, willkommen. Danke nochmal, dass ihr uns wieder zusammengebracht habt. Und jetzt kann ich Ihnen die Schriftrollen geben, das ist gut. Im Dorf habe ich diese Schriftrollen gefunden. Könnt ihr mir sagen, was darin steht? Los sehen, was ihr da habt. Das ist eine Schriftrolle mit unbekannter Schrift. Nein, nicht unbekannt. Das ist mit Sicherheit die Schrift der Sha'ahul. Hier gibt es nur wenige, die sie entziffern können. Weil wir sie noch nicht lange kennen, aber seitdem ich hier bin, habe ich meine Einsamkeit dadurch bekämpft, dass ich sie studierte. Alter, ist ja so langweilig. Was steht denn drin?
Ich würde mein ganzes Wissen, mein Bestes versuchen. Mal sehen. Am Anfang steht, das ist ein Name, glaube ich. Vielleicht etwas mit Eile. Auf jeden Fall steht da, oh, jetzt verstehe ich. Das sind Befehle. Etwas über einen entflohenen Dreckswühler am Dorf. Ey, so redet man nicht über Corvus. Und die Notwendigkeit, ihn sofort zu finden. Oh, das ist grausam. Wenn er gefangen wird, soll er einen langsamen Tod sterben. Hier steht allerdings auch, dass er bei seiner Flucht 6 Ahul getötet hat. Boah, Corvus ist nicht schlecht. Am Ende steht dieser Befehl auf Anordnung von Shaman so Sound so. Ich nehme an, dass das hier hiesige Befehlhaber ist, aber ich kann den Namen nicht entziffern. Ein Dreckswühler, der im Dorf entflohen ist. Ja, das ist mein Bruder. Was steht da noch drin? Nein, leider nicht. Das ist ziemlich einfaches Schreiben. Ich glaube nicht, dass mir etwas entgangen ist. Tut mir leid. Kein Grund zu entschuldigen. Das ist sowieso mehr, als ich erwartet habe. Nein. Okay. Ich werde das jetzt Abenteuerprotokoll doch nicht mehr vorlesen. Denn ich spiele das ja und Abenteuerprotokoll ist ja nur was zur Erinnerung. Und da werden die Gefühle von dem aufgeschrieben. Also ihr könnt das pausieren, wenn ihr wollt. Ja. Unser Inventar ist jetzt deutlich leerer. Gut, also unser Bruder läuft da im Dorf rum und irgendein Typ namens Soundeffekte würde ihn einen langsamen Tod sterben wollen. Also nee, das können wir nicht akzeptieren. So. Ich würde gerne interessieren, wie ich die zwei Typen da loswerde. Hier einige Wachen haben sich beschwert, dass da irgendwas vom Keller kommt. Irgendwie so laute Kratzgeräusche. Und ich würde doch zu gerne diese Wachen da loswerden. Ohne sie selber anzugreifen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen dumm. Naja, wie auch immer. Da haben wir schon mal ein paar Quests gemacht und Aufgaben. Ah, verdammt. Jetzt habe ich den noch vergessen. Jetzt habe ich Orlon vergessen. Ach, ich habe 12 Minuten. Beim nächsten Dorfbesuch gehe ich nochmal zu dem. Dann bin ich gespannt, was der mir zu bieten hat. Warum ist das denn hier unten? Machen wir Let's Play 8. Okay. Dann, oh, warte mal, hat der nicht einen langen Bogen gehabt? Ich weiß nicht, wie viel so ein Bogen kostet. Oder ob ich das brauche. Ich habe eigentlich vor, mit Pfeile zu kämpfen. Aber wenn ich sowas in unserer privaten Kiste verstaue, kann das, glaube ich, nicht schlecht sein. Nee, ich war mit für Notfall. Einen langen Bogen werden wir höchstens mal behalten. Wenn ich hier spiele. Am Ende des Kapitels werde ich ihn sowieso wegtun. Warte mal, hier unten war ich ja schon. Was gibt's denn hier sonst noch? Hier könnten wir ja so rumlaufen. Ne, warte nicht. Ah, hier war ich doch schon. Ich glaube, hier oben war ich noch nicht ganz fertig. Ja, stimmt. In dem Gebäude. Ja, da ist noch einer. Ein Kundschafter. Guten Tag, Kundschafter. Wie geht's? Psch. Ja, also du brauchst dich nicht bewegen. Sehe mich reinkommen und bleib stehen. Was hat der denn? Ein Breitschwert? Oh, das ist ja wieder alles voll, der Inventar. Oh Gott. Das Ding braucht ja eine Ewigkeit. Ja, und wir nehmen alles mit, selbst wenn das echt ungesund ist. Ich meine, unsere Erholung 7. Also wir werden schon mal nicht mit dem Breitschwert kämpfen. Das wäre, glaube ich, zu lächerlich. Dann schlagen wir in unglaublicher Zeitlupe zu. Und, naja, ist nicht gesund. Das kann doch nicht gesund sein. Oh, sonst eigentlich noch was. Gehen wir mal in das Gebäude hier. Hallo. Jemand da? Na gut. Auch nicht schlecht. Irgendjemand da? Zufällig irgendein bewaffneter, voll brutaler Soldat? Aha, oh, da lesen zwei. Und da ist ein Bogenschütze. Nee, gegen den will ich nicht kämpfen. War hier was in den Stall? Nee.
Oh, der hat mich gesehen. Wo ist denn der? Der voll beknackte Bogenschütze. Ah, da bist du ja. Komm her, bleib stehen. Komm her, du nackter Mann. Jetzt bleib doch mal stehen, ey. Nimm das. Bitte. Boah, wieso ist der so stark? Oh, wie viele Sachen hast du denn dabei? Bist du denn bescheuert? Das ist wieder so viel Zeug, ey. Lang. Boah, was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? Ein Kampfschild können wir auch noch mitnehmen. Das können wir nicht mehr mitnehmen, okay. Ja gut, dann gehen wir nochmal zum Mr. Gnoll zurück. Und verkaufen wir ihn doch ein paar Sachen. Den Bogen in den Köcher, den werde ich mal oben verstauen. In meinem Zimmer, was ich da sowieso habe. Denn dafür hat man Zimmer, um Sachen zu verstauen. Es ist bestimmt nicht so gedacht, aber ich werde es trotzdem so nutzen. Das nennt man intelligentes Denken. Wo sind wir denn überhaupt? Ich glaube hier drin. Zimmer-Service, da ist er. Wir haben doch den Stock verstaut. Nee, ein Zauberbuch. Haben wir nicht so einen Zauberstock verstaut? Oh, okay. Dann nicht. Der lange Bogen kommt mal rein. Ebenso wie die Pfeile. So, und den Rest verkaufe ich. Ja. Dürfte funktionieren. Boah, ist das laut, ey. Außenhof. Es ist unglaublich, wie lang es hier Nacht ist. Und das ist meistens ja sowieso immer in Spielen. Ich hoffe, dieser Köcher oder Bogen, was wir haben, glaube ich, nee, haben wir nicht. Ich hoffe, sowas kostet einiges. Knall. Verkaufen. Breitschwert kostet so viel. Wow. Krummsäbel kriegst du. Ein Rundschild. Lederstiefel. Ja, die Schattenstiefel kostet nur eine Krone, da behalte ich das lieber. Kampfschild kriegst du. Pelzstiefel kriegst du. Gut. Ja, wir sind wieder leer. Lolon! Wie? Junge, ist es euch gelungen, Lara zu überreden, wieder mit Pelz zu reden? Bravo! Außerdem habe ich gehört, dass ihr schon ein Dorf wart. Ja, ich muss ein Geschenk finden. Als Belohnung für euch gibt es nur ein paar Leute, die denen vielleicht über das Dorf reden sollten. Masus, der Mensch, und Ilozat, der Zauberer. Wer ist Masus? Mach ich. Ich bin noch nicht fertig. Dort gibt es ein gewisses Haus, an dem ich Interesse habe. Vor einer zuverlässigen Quelle weiß ich, dass es relativ unbeschädigt ist und dadurch leicht zu erkennen unter allen anderen Häusern. Darin befindet sich eine Truhe mit einem magischen Schloss. Ich muss wissen, ob die Truhe tatsächlich da ist und ob sie noch intakt ist. Alles klar? Wow. Habe ich die Truhe nicht gerade geöffnet? Ich habe doch die Truhe gerade doch geöffnet. Da waren diese Stiefel drin. Habt ihr inzwischen etwas über das Haus erfahren, von dem ich euch erzählt habe? Ja, ich hab's gefunden. War das Haus intakt? Ja, es war's. Darin befand sich tatsächlich eine Truhe. Auch sie war intakt. Hat ihr die Truhe geöffnet? Ja, habe ich. Ja. Ihr hättet darin einen Stiefel finden sollen. Betrachtet die Stiefel als Geschenk für euch. Okay. Eigentlich überrascht es mich, dass ihr die Truhe öffnen könntet. Ich dachte, der Schlüssel wäre verloren gegangen. Da der Schlüssel für euch nicht mehr von Nutzen ist, könnte ich ihn zurückhaben. Warte mal. Der Schlüssel gehört euch. Ihr hängt aus sentimentalen Gründen daran. Oh, und so ist ähnliches. Ich habe eine letzte Information für euch. Unter dem ganzen Dorf gibt es ein Netz von Tunneln.
schlage vor, dass er die Augen nach einem Eingang aufhaltet. Angeblich ist da unten sogar ein Schatz zu finden. Wenn ihr den Eingang findet und den Schatz, wäre eine Information, die ich gerne hätte, selber sogar. Ja. Ich fürchte, ich werde so oft zu viel zu tun haben und nach diesem mysteriösen Tunnel suchen. Ich habe die Augen auf und falls ich etwas merke, werdet ihr es erst erfahren. Sagt mir eines, wie ist es euch gelungen, euer Haus von der Zerstörung zu bewahren? Wo das Rest des Dorfes praktisch dem Erdboden gleichgemacht ist, Mann. Mein Haus? Komisch. Ich erinnere mich nicht daran, dass ich hier behauptet zu haben. Schönen Tag noch. Eine letzte Frage, wenn ihr erlaubt. Als Mutter mir damals riet, mit euch zu reden, sagte er, wenn er bereit ist, mit euch zu reden. Warum wart ihr bereit, Olon? Warum habt ihr mir geholfen? Vorsicht, Soldat. Warum ist eine gefährliche Frage? Wollte sie mir ganz bestimmt stellen? Ja, ja. Es ist wichtig. Oh, meine Stimme, ey. Na schön. Ich glaube, ich muss es euch nicht vorenthalten. Trotzdem möchte ich vorher sagen, dass ich nicht aus niedrigen Beweggründen handele. Noch möchte ich euch etwas zu Leide tun. Verbündete sind schwer zu finden und mächtige Verbündete erst recht. Wer in diesen Zeiten unverbreitet ist, stirbt schnell und ich habe die Absicht, ein langes Leben zu führen. Vielleicht irre ich mich und ihr seid Wurmfutter. Noch ehe die Sonne wieder aufgeht. Aber wenn ich mit euch ansehe, sehe ich das Potenzial zur Größe. Dieses Potenzial muss jedoch gefördert werden, wenn es sich verwirklichen soll. Gut, sprich weiter. Boah, Alter, red doch nicht so viel. Ich weiß, was man euch gesagt hat. Und auch, was man euch noch sagen wird. Und das wird euch zu vielen Gelegenheiten führen, bei denen ihr aus eurer Sicht Gutes tun werdet für die Bewohner von Avalon. Unterwegs werdet ihr vielleicht sogar euren Bruder wiederfinden. Aus meiner Sicht ist es so. Wie jeder andere Avalonier auch, kann ich aus euren Erfolgen profitieren. Aber ihr betrachtet es als Gelegenheit, euch zu helfen, dadurch, dass ich eure Begegner mit euren Fähigkeiten fördere. Dass ihr weiter Wege, bla 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 bla. Macht. Ich hole es nicht, wir sind quitt. Wir sind quitt. Das bestreite ich nicht. Aber wenn ihr bei euren Aufgaben erfolgreich seid und als Glücksspieler möchte ich darauf wetten, mein Leben verwetten, auch wenn wir uns niemals widersprechen, so zweifle ich nicht, dass wir von euren Erfolgen profitieren und wenn wir uns widersprechen, nur gemeinsam können wir Verbündete viel mehr erreichen als allein. Bruder wusste schon, was er tat, als er da. Gute Weise, gut, tschüss. Hier steht sogar. Alom hat mich gewarnt, dass die Stiefel in der Truhe weniger magisch sind als verflucht. Ich hab sie aber gerade an. Ja, na gut. Da hier steht, dass sie verflucht sein sollen. Wenn wir andere bessere Stiefel gefunden haben, dann werden wir die Stiefel wechseln. Was ich aber noch machen werde. Masus. Der hat mir, also bei El Zarat war ich ja schon mal. Und ich gehe jetzt mal zu Masus. Das wird mich jetzt einfach brennend interessieren. Wer das ist und warum er mir einen Tipp gegeben hat, warum ich da hingehen soll. Das wird mich jetzt ein bisschen interessieren. Ja, dann gehen wir mal hin. Aber interessant. Dafür war auch der Ring gedacht. Das war auch eine Quest, habe ich jetzt echt nicht gewusst. Dachte ich, ist einfach ein wichtiger Schlüssel für irgendwann. War es ja auch anscheinend. Bist du eigentlich Masus? Ja. In der Tat, ich habe 3 kurze Jahre dort gelebt, bis die Ahul kam und ich mache bald eine Erkundung zu der Orlan, der Händler meinte, ihr könntet eventuell einige nützliche Informationen über das Dorf geben. Alon hat euch das erzählt. Ja, ich verstehe jetzt nicht meine Stimme. Er irrt sich. Ich habe mich meistens in der Kirche aufgehalten. Und von dem, was ich von hier aus gesehen habe, ist von dem Dorf, so wie ich es kannte, noch wenig übrig geblieben. Ihr könnt mir nichts über das Dorf sagen. Ich kann euch vielleicht nicht weiterhelfen, aber ihr seid doch in der Lage, mir einen Gefallen zu tun. Wie kann ich euch helfen? Die sind viel zu nett. Bei der Flucht aus dem Dorf wurde ein Artefakt vergessen. Bis vor kurzem war das keine Sache von allgemeiner Interesse.
Die Kirche steht noch. Ich bin sicher, es ist noch sicher in seinem Versteck im Keller. In letzter Zeit haben jedoch einige fromme und abergläubischen Bauersleute angefangen zu glauben, der Verlust des Kelch des Lebens. Kelch des Lebens. Sei ein Omen unserer bevorstehender Niederlage. Lass mich raten, ich werde das zurückbringen. Ja. Es ist unmöglich zu sagen, welches Wesen inzwischen in der alten Kirche weilen. Es wird gefährlich sein, aber wenn ihr einen Versuch wagen wollt, werden wir auf Volk Sicherheit beten. Gut. Ja, also warum nicht? Ich habe einen Mönch besucht, wie Orlon empfahl. Er war liebenswürdig, aber nicht sehr hilfreich. Denn er wusste nicht viel über das Dorf. Allerdings bat er um einen Gefallen, ich soll ihm den Kelch des Lebens bringen, den er während der Evakuierung des Dorfes in der alten Kirche stehen ließ. Bislang hat er sich keine Gedanken dabei gemacht, aber in letzter Zeit befürchten die gläubigen und abergläubischen Bauern, dass der Verlust des Kelches ein Vorzeichen für die Niederlage sein könnte. Jedenfalls, sobald ich die Gelegenheit ergibt, sollte ich die Kirche besuchen. Jo, mach immer. Denn meine arme Stimme. Mein arme Lachen. Aber glaube ich, ist Bug. Was soll denn Kelch? Warum sollte das oben sein? Und wenn das schon so moralwiegend ist, warum sollte man sowas in der Kirche lassen? So, ja, ernsthaft. Also, keine Ahnung, es sind manchmal ein bisschen so komische Quests. Das sind Leute aus Schusseligkeit oder Doofheit. Lassen sie immer irgendwas Wichtiges zurück. Und die soll man natürlich mal holen. Das ist ja nicht nur in dem Spiel so, es ist eigentlich in vielen Spielen. Aber das ist doch manchmal so dämlich. Wieso sollte man so Gegenstand zurücklassen? Ja, na gut. Aber wir gehen mal zuerst mal zu Elazar. Dann haben wir auch das da gelöst. Ja, ich weiß nicht. Der hatte, glaube ich, nur ein paar Kürasse. Den lassen wir mal. Den Schmuggler. Wir gehen mal zu Elzarat. Ich hatte noch was zu sagen. Vielleicht will der auch was Besonderes haben. Vielleicht den Stab der Zerstörung oder sowas. Man kann nie wissen. Elazar, wo bist du? Ah, der sieht echt cool aus. Tut mir leid, aber ich kann euch im Moment nicht weiter anbieten. Ja. Kennt ihr die von vor Naxia und Pelandiran? Seid nicht albern, natürlich kann ich sie. Ist gefährlich, lasst euch nicht durch die Äußerst täuschen, mein Junge. Ich gehörte zur Gruppe der Zauberer, die nach ihrer Ankunft in Avalon magische Explosion nachging. Von der Intensität, der wir weiter gegen eine halbe Dutzend Schamen antreten müssen, ja. Stattdessen fanden wir eine blau gekleidete Frau mit einem bewusstlosen Mann im Arm. Oh, Laren, ihr Liebster. Ja, wir fanden aber auch die Leichen, mein Junge. Die behauptet von einem durch Nahul angegriffen worden zu sein, aber ich habe die Leichen selbst gezählt. Und es waren mindestens doppelt so viele. Sie haben 24 auf einmal platt gemacht. Vielleicht sollte das Dreifache, aber manche Punkte am Boden waren so verbrannt, dass ich nicht mehr sicher sein konnte, ob an der Stelle jemand etwas gelebt hatte. In der Dunkelheit überrascht und allein hätte ich selbst in großen Schwierigkeiten, mich gegen 20 Männer zu wehren. Aber gegen 30! Wow, Pelandiran ist wohl stärker als man denkt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass er sowas sagt. Es war bestimmt beeindruckend. Beängstigend sogar. Aber sie war verzweifelt. Oh ja, verzweifelt und Angst erfüllt. Und von der Liebe krank. Sie war bestimmt grandioser. Grandioser? Welches Wort würde ihr denn verwenden, mein Junge? Er ist in einer solchen Lage, wie auf welchen Holz ein Magier geschnitzt ist. Lasst euch gesagt sein, in 20 Jahren wird sie zu den Größten gehören. Vielleicht sogar noch eher. Aber nun sagt, warum interessiert euch das? Was? Ach, er konnte mir helfen. Ja, komm. Nee, ich glaube, das können wir überspringen. Die Quest haben wir schon lange erfüllt. Okay, der hat nichts zu sagen. Na gut. Dann würde ich mal sagen, es war ein cooler Part. Wieder viel geredet. Und es war schon zeitwitzig, aber bis dann, sag ich, bis zum nächsten Part und Ade.